in der Rafa von Munich MMA. Im ersten Teil unserer Armbar-Serie zeige ich euch drei Angriffe. Einmal aus der Mount über die S-Mount, einmal den Spin-Around-Armbar aus der Side-Control und als letztes den Armbar aus der Close Guard über die High Guard. Alles drei sind sehr gute Armbar-Submissions, die eher sehr langsam und sehr technisch sind, aber dafür auch wenig Escape-Möglichkeiten bieten. Der erste Armbar, den wir uns anschauen, ist ein sehr kontrollierter Armbar über die S-Mount. Der Vorteil daran ist, dass ich sehr langsam arbeite und sehr sicher, aber ich darf auch keinen Schritt überspringen, sonst verliere ich oft die Kontrolle. Also wir starten in der Mount und ich habe einen Crossface und das erste Problem, was uns hier begegnet ist, dass die Leute hier ihren Ellbogen richtig an ihre Rippen pressen, damit ich auf gar keinen Fall den Ellbogen nach oben bekomme. Gelingt mir das, ich den Ellbogen nach oben bringe, kann ich angreifen. Also ich habe ein tiefes Crossface hier. Mein Gewicht ist tendenziell hier drüben. Wenn ich zu weit hier drüben bin, ist kein Platz, ist kein Gewicht mit meiner Schulter drauf und ich kann abgerollt werden. Und ich rutsche mit meinem Knie nach hinten, um mir hier Platz zu schaffen. Jetzt bringe ich meine Hand unter seinen Ellbogen, da ist meistens Platz, also ich bringe hier die Hand auf den Boden, sodass mein Unterarm an der Spitze vom Ellbogen ist. Und jetzt fange ich an, mit der Hand nach vorne zu laufen und jetzt will ich mich nach vorne lehnen und meine Hände zueinander strecken. Oft mache ich das auch mit der Hand, mit dem Crossface-Hand auf dem Boden. Also ich laufe und jetzt strecke ich hier drüber, laufe wieder und strecke immer die Hände zueinander. Also ich will die Ellbogen zueinander bringen und jetzt schaffe ich es, den Arm relativ einfach hochzuarbeiten, auch wenn der andere dagegen hält. Und ich laufe hier in einem Halbkreis die Hände hoch. Jetzt, hier wäre eine Arm-Triangle-Möglichkeit, aber wir gehen jetzt auf den Armbar. Was ich jetzt schaffen muss, ist mein Knie zu seinem Kopf bekommen. Also ich bleibe hier und rutsche mit meinem Knie hoch zum Kopf. Ich habe den Arm oben, ich rutsche hoch zum Kopf. Wichtig ist, dass mein Knie wirklich seinen Kopf berührt und ich drehe mich hier schon um 90 Grad. Wenn ich zu weit weg bleibe mit meinem Knie, dann ist es sehr einfach für ihn, den Ellbogen rauszubekommen und wieder die Knie reinzubekommen. Das heißt, wenn ich hier eng bin, ist der Ellbogen auch schon eng. Der nächste Schritt ist, ich will meine Ferse hier zu seinem Kopf bekommen. Das ist manchmal von der Gelenkigkeit nicht so einfach, aber was ich mache, ist, ich strecke mein Bein und jetzt rotiere ich die Hüfte, um meine Ferse auch zu seinem Kopf bekommen. Im Idealfall will ich immer, dass mein Knie und meine Ferse seinen Kopf berühren. Also wenn ich das mache, ist es nicht der Idealfall, sondern ich will wirklich berühren. Jetzt werden die Hände hier rumliegen und ich will mit meiner Hand seinen entfernten Arm greifen. Wichtig dabei ist, dass der andere Arm hier dazwischen ist. Also ich will nicht hier greifen. Das ist der Arm, den ich später angreife, aber ich will den entfernten Arm auf Zug halten. Jetzt will ich mein ganzes Gewicht hier rüberbringen und ich stütze mich mit der Hand ab. Und jetzt kommt das freie Bein, was hier leicht geworden ist, über seinen Kopf. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich bleibe hier, gehe zum Arm, den ich angreifen will, bringe die Hüfte nach vorne. Oder ich lasse mich jetzt eng nach hinten fallen, kontrolliere weiterhin den entfernten Arm, damit er nicht schließen kann und gehe nach hinten für den Armbar, um zu beenden. Wichtig hierbei ist immer, dass sobald ich das in den Fuß rübergebracht habe, wirklich meine Knie zusammendrücke und hier kein Platz mehr entsteht. Ich bevorzuge es, hier zu bleiben und von oben zu beenden, weil dann verhindere ich zum Beispiel die Escapes, dass er hochkommen kann. Noch einmal schnell. Ich laufe den Arm hoch, bringe das Knie zum Kopf, bringe die Ferse zum Kopf. Hier auch nochmal mein ganzes Gewicht ist wirklich aus seinem Oberkörper. Ich kontrolliere den entfernten Arm, ich schaue aber, dass der andere dazwischen ist. Mein ganzes Gewicht geht auf die entfernte Seite, strich ich auf die Hand, dass das Bein leicht ist. Ich bringe Knie auf Knie und jetzt kann ich nach vorne beenden oder ich lasse mich eng nach hinten fallen und kann nach hinten beenden. Wichtig dabei, die Knie zusammenzudrücken. Der zweite Armbar ist der Spin-Around-Armbar aus der Side-Control. Ich befinde mich in der Side-Control und ich greife den immer an, wenn der Arm so liegt, wie er jetzt liegt. Also der Unterarm ist nicht vor meinem Hals, sondern ist hier auf meiner Schulter.
Und was ich schaffen will, ich will, dass der nicht hier an meinem Hals hängt, sondern ein bisschen mehr auf meiner Schulter ist. Das heißt, ich kappe hier um die Schulter und fange an, den Arm so ein bisschen auf meine Schulter zu bringen. Von hier bringe ich meinen Ellbogen auf seine kurzen Rippen. Und wenn ich jetzt anfange, mein ganzes Gewicht auf seinen Oberarm zu lehnen, also hier drauf, inklusive meinen Ellbogen, ist es sehr unangenehm in den kurzen Rippen und ich zwinge ihn dazu, sich auf die Seite zu drehen. Jetzt steige ich mit meinem Bein über seinen Kopf, ganz eng auf seine, hinter seine Schultern. Und jetzt ist oft das Problem, dass ich beim Rumrotieren den Ellbogen verliere. Deswegen nutze ich hier oft den falschen Kimura-Griff. Also ich bin gerade falsch rum, aber ich will sein Handgelenk kontrollieren. Mit der anderen Hand kontrolliere ich meinen Unterarm und kontrolliere somit den Ellbogen. Das heißt, selbst wenn ich das mache, kann er seinen Ellbogen nicht auf den Boden bekommen. Und das gibt mir genug Kontrolle, um mir weiter zu rotieren, mich hinzusetzen, um dann mein Bein noch über seinen Körper zu bringen. Und es gibt eigentlich nie die Gefahr, dass selbst wenn ich zu weit wegstehe, er den Ellbogen zum Boden bekommt, weil ich hier eine sehr gute Kontrolle habe über diese Mechanik, über diese Hebelmechanik, um rauszukommen. Und jetzt kann ich mich hier reinziehen und dann anfangen, den Armbar zu öffnen. Und auch hier wieder die Knie zusammendrücken. Noch einmal. Ich bin in der Side Control. Ich hole mir den Griff um die Schulter, bringe den Arm auf die Schulter, Ellbogen in die Rippen rein. Er dreht sich auf die Seite, ich steige über den Kopf, hole mir diesen falschen Kimura-Griff, drehe weiter und setze mich eng hin, werf das Bein drüber, Knie zusammen und fange an, den Armbar zu öffnen. Und drück die Knie zusammen zum Beenden. Hier wird es auch nochmal ein Video vom Ben dazu geben, wie man am besten die Loks hier öffnet. Der dritte Armbar, den wir durchgehen, ist der Armbar über die Close Guard, wo wir aber über die High Guard arbeiten, damit wir mehr Kontrolle haben. Das Szenario ist meistens, dass die Leute sich leicht nach vorne lehnen, vor allem wenn ich ihn immer schwer nach vorne ziehe, und die Leute legen die Hände auf die Schultern, um sicher zu sein. Und ich kontrolliere den Arm mit einer Hand, mit der anderen Hand gehe ich an die Schulter und jetzt schiebe ich einfach die Schulter nach hinten, mache die Beine auf und will hier mit meinem Oberschenkel auf einer Seite an seinen Ellbogen kommen und die Schulter bedecken und meine Füße wieder schließen. Das Bein, was über der Schulter ist, ist unten. Ich kreuze die Beine, meine Knie drücken zusammen, meine Fersen drücken nach unten. Das hier ist der Arm, den ich angreifen werde. Deswegen greife ich hier wieder den entfernten Arm und bin eng mit den Armen, damit er wieder nicht so gut den Verschluss bringen kann. Jetzt ist das nächste Problem oft, dass ich den anderen off-balancen muss, um den Arm zu kriegen, um Armbar zu kriegen. Wenn ich jetzt meinen Fuß über den Kopf werfe, wird er mich stacken können, weil ich habe keine Kontrolle über seine Posture und er kommt raus. Das heißt, ich will es abtimen und ihn erst off-balance bekommen. Dafür gehe ich mit der Hand unter sein Bein an den Oberschenkel. Und jetzt strecke ich meine Hüfte und hebe sein Bein hoch und bringe ihn hier erst off-balance. Und jetzt kann ich ohne Probleme eng mein Bein drüber bringen. Und wenn ich jetzt hier rauskomme, kann mein Partner nicht hochkommen, weil ich zu viel Kraft hier in der Hüfte habe und zu schwer auf seinem Hinterkopf bin. Und von hier kann ich beenden. Oder ich kann ihn sogar ganz off-balance bringen und er kippt um in die normale Armbar-Position, in der ich dann auch wieder beenden kann. Es hängt so ein bisschen davon ab, wie stabil die Leute sind. Mein Partner lehnt sich nach vorne, hat leicht die Arme nach vorne. Ich bringe die Schulter nach hinten, baue einen leichten Winkel auf, bedecke die Schulter. Ich greife den entfernten Arm, die Hand geht unter das Bein. Ich ziehe mich drunter, strecke meine Hüfte und jetzt bringe ich das Bein eng über den Körper. Wichtig dabei ist, dass hier wirklich das Bein in die Achsel arbeitet, um ihn weiter unten zu halten. Meine Knie sind eng. Ich beende entweder hier oder er fällt weiter durch vom Schwung. Und ich beende in der normalen Armbar-Position. Also drei Eingänge. Einen über die S-Mount in der Mount. Einen von der Side-Control, der Spin-Around-Armbar. Und der letzte ist der Armbar aus der Close-Guard über die High-Guard. Viel Spaß damit.